Herzlich willkommen, meine Lieben, zum nächsten Video, zum Vorschauvideo Paderborn gegen Greuther Fürth. Viel Spaß und let's go! Ja, wir blicken heute gemeinsam auf das Spiel gegen Fürth. Eventuell ein Entscheidungsspiel, meiner Meinung nach. Wie seht ihr das bezüglich eventuell Aufstieg oder nicht? Sind wir weg vom Aufstieg? Haben wir noch Chancen? Das ist die Frage, die ich mir stelle auch noch so ein bisschen. Wenn wir uns angucken, ja, das Hinspiel als Beispiel gegen Greuther Fürth war ja auch so ein Entscheidungsspiel irgendwie. Wir haben gegen den letzten gespielt gegen Fürth, haben verloren, weil da die Mannschaft für ihren Trainer gespielt hat und der dann auch irgendwie ein paar Spieltage weg war. Und hat man ja nicht mit gerechnet und da hat dann so die Talfahrt so ein bisschen begonnen in der Hinrunde. Dann hat man sich ja wieder gefangen, dann sind wir wieder da gewesen, jetzt haben wir so ein bisschen auch einen kleinen negativen Verlauf. Vielleicht ist das der Zünder, dass es vielleicht nochmal ausgleicht, sich ausgleicht und dass wir gegen Fürth vielleicht wiederkommen. Mal gucken, ich bin gespannt. Blicken wir so ein bisschen auf den Gegner, Greuther Fürth, ein Gegner, den ich schwer einschätzen kann auch, weil man echt damit gar nicht gerechnet hätte, dass sie sich so schwer tun mit so einem krassen Kader, mit den Spielern, die sie da im Kader haben, dürften die da unten gar nicht spielen oder mit da unten spielen. Jetzt haben sie sich ein bisschen gerettet auch. Aber wir sehen das halt immer, wenn du halt in der ersten Liga mal warst, kurzzeitig, nicht langfristig oder halt kein erfahrener Erstligist bist, tust du dich schwer. Damit haben wir unsere Erfahrung gemacht und das hat Fürth auch. Und sie haben dann darauf gesetzt, ich sag mal, gute Spieler zu holen, aber keine Mannschaft zu formen. Und das sehen wir halt, dass die Ambitionen da ja höher sind, wahrscheinlich sogar in Fürth. Ein Verein, der trotzdem sehr bodenständig ist, zweite Liga jahrelang gespielt hat, immer dabei war. Und für uns kein angenehmer Gegner eigentlich in der Regel. In Fürth sagt man ja auch, ist der Fürth-Fluch. Und in Paderborn haben wir ja schon mal gewonnen gegen Fürth sogar. Jetzt noch, ich glaube, letzte Spielzeit, also letzter Saison, ja, auch gar nicht mal so wenig. Aber man muss halt sagen, das sind immer diese ekligen Spiele gegen so Mannschaften, die man gar nicht so Lust hat vielleicht, weil die ja nicht auch oben mitspielen, die aber trotzdem das Potenzial haben für oben, meiner Meinung nach. Ist das Entscheidungsspiel? Und ja, ich hoffe natürlich, oder ich freue mich, wenn wir mal wieder gewinnen jetzt auch, nach einer, ich sag mal, sieglosen Zeit, dass wir auch zu Hause mal wieder punkten da, dass dann auch nicht die Zuschauerschnitt darunter nicht leidet, weil ich glaube, wenn wir das jetzt verlieren, ja, dann ist erstmal düster so ein bisschen, auch wenn wir oben stehen eigentlich, also Sechster ist super, super Leistung, muss man ja honorieren, aber trotzdem könnten wir viel weiter oben stehen, ob es dann der Aufstieg ist, meiner Meinung nach, wie ich ja schon sagte, muss nicht sein, aber eigentlich hast du die Qualität, aber du hast sie halt nicht durchgehend und du hast nicht in der Breite die Qualität, das sieht man jetzt auch, wenn die Starspieler weg sind. Und das ist ja ein Punkt. Die Starspieler kommen ja so langsam wieder, wie man ja auch gehört hat, dass Pieringer oder auch Leipertz wieder so langsam kommen. Macht mir das ja Hoffnung. Und ja, wir sind gespannt, wie sich das so dann einspielt. Und ich hoffe natürlich, wie gesagt, auf einen Sieg, auf ein knappes Ergebnis, vielleicht so ein Standardding wie 2-1, irgendwas, aber nicht jetzt hoch, glaube ich, das muss man auch sagen. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr tippt. Und ja, das war es eigentlich schon wieder mit dem Blick auf das Spiel. Heute nur als ein Video, weil ich habe ja letzte Woche das Video aufgenommen, weil wir die Länderspielpause hatten. Wer Lust und Laune hat, schaut Sonntag vorbei, Bundesliga-Talk. Moritz Rissou wird wieder vorbeischauen unter anderem oder auch Content-Creator im Frankfurt-Bereich Scobe. Lasst ein Follow auf meinen Kanälen, seid dabei und ich freue mich und schreibt gerne auch mal was in die Kommentare. Und heute werde ich auch ein bisschen was am Video mal ein bisschen ausprobieren. Sind wir gespannt, wie das wird. Und let's go. Und vielleicht sehe ich den einen noch am Sonntag im Stadion. Hoffentlich ein schönes Wetter. Und wir sehen uns, meine Lieben. Ciao, ciao, ciao.